Hi miteinander und willkommen zu FIFA 18, genauer gesagt zur Demo von FIFA 18. Es könnte einem vielleicht ein bisschen komisch vorkommen, weil sowas gab es bei mir noch nie. Ich habe noch nie FIFA auf dem Kanal gespielt, aber weil ich mir die letztens runtergeladen habe, die Demo vom neuen FIFA, habe ich gedacht, spiele ich einfach mal eine Runde. So, Dele, Musik ist leise. Ich habe jetzt auch mal, weil in der Demo ist der Kommentator immer so ein Typi, so ein Engländer. und ich kann kein Englisch, beziehungsweise ich verstehe nicht so richtig, was er da sagt. Deshalb habe ich ihn einfach mal ausgemacht und probiere das Ganze zum Synchronisieren. Mal gucken, wie das klappt. Meine Damen, meine Herren, sehen Sie hier Ringkampf im Fußballfeld. Der Gelbe probiert eindeutig den Roten aus dem Kreis, aus dem Mittelkreis rauszuschieben. Das hat er zwar schon lange geschafft, aber weil der Schiel hat er es natürlich nicht gemerkt und schiebt und schiebt und schiebt. Und ich nehme einfach aus Solidarität, auch wenn ich kein Bayern-Fan bin und Bayern auch mal nicht mal so arg leiden kann, nehme ich einfach mal Bayern als Mannschaft, weil es eben, glaube ich, die 1. Ach, wir können ja schon gucken, was es alles gibt überhaupt hier. Für die Demo mal testen, weil Real gibt's irgendwas, was ich nicht kenne, Atletico Madrid, Boca Juniors, Chelsea, Toronto, Guadalajara, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Juventus, Manchester, bla bla bla. Ja, wir nehmen das da, die sind relativ stark. Gegen die habe ich auch schon erfolgreich verloren. Also ich spiele gerade nicht das erste Mal. Und ja, das Ganze sieht ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, wie es im 17er FIFA ausgesehen hat. Das letzte, wo ich gespielt habe, war 14. Und das spiele ich immer noch auf der Playstation ab und zu. Ich war ganz überrascht, was da letztlich für Leute in den Mannschaften spielen, von denen ich noch nie was gehört habe. Eben, weil ich da nicht so up-to-date bin. Im Ladescreen ist weiterhin so Dingsbums da, Trainingsmodus. Aber mir startet direkt das Spiel, weil ich will nicht lange rummachen. Da haben sie irgendwie Zahlen vergessen, da steht noch keine Zahl drin. Ich hätte erwartet, dass da 0-0 steht oder so, aber ist ja nicht so wild. Da unten nämlich genauso. Hier spielt heute ja, Bayern München gegen, vom Spiel her, wenn man Star als letztes FIFA 14 gespielt hat, das wird ein kommt dann das Spiel, da eine, beide ein bisschen schwammig, aber deutlich lebendiger vor. Rot greift schon an. Bayern München aus Deutschland. Das war ja gar nicht mal ganz schlechter. Ja gut, es war kein guter Angriff, aber naja, halbwegs okay. Jetzt kommt es zum Einwurf hier auf dem Platz im Stadion. Was mir am meisten auffällt, ist, was Steuerung auch geht. Dass man, wenn man sprintet, nämlich sofort lossprintet, sondern so ziemlich lange Anlauf braucht. Jawohl. Jetzt wieder zurück zum Erobern, was sogar schon funktioniert hat. Neu. Kerle. Gib mir meinen Ball wieder. Egal, mir Hineinwurf. Mensch. Und da kommt es schon wieder zu einer brenzlichen Situation. Naja. Also die Bayern. Erste. Verzweifelte Versuch ist, halt irgendwie nur annähernd zum Berühren. Mal gucken, was sich dann entwickelt. Wir können natürlich auch wieder umstellen. Bin mal gespannt. Wenn die aufdrehen. Und er kann den Schuss ablegen. Oh, da kriegt man 11, oder? Oder nicht? Habe ich nicht umgrätscht? Ah, nee, okay, alles gut gegangen. Ich habe schon gedacht. Ich bin Profi im Elfer kassiere, oder halt im Grätsche im Strafraum quasi. Was war das denn? Irgendwelche komische Selbstsportversuche, das war so nicht geplant. Und der weiß auch nicht, wo er nur laufen soll. Ja, gut. Kommt manchmal vor. Da setzt zur Flanke an und der Ball wird. Naja, hoffnungslos. Hoffnungslos, sage ich da dazu. Also Paris, da greift schon wieder. Naja. Oh, will wahrscheinlich Flanke. Nein, doch nicht. Nein! Oh, zum Glück immer ein Torwart. Ein neuer Torwart. Eck-System ist mir auch neu. Das ist nicht mehr so, wie es bisher bei meinem alten Kenntnisstand von FIFA 14 war, dass man da einfach reinflankt, sondern man sieht quasi, wo der Ball in etwa aufkommt. Das ist auch ganz nützlich. Ich weiß gar nicht, wie das dann beim Zweispieler ist, ob man das aussieht, genauso bei der Ecke. Das neue Eck-System, oder ich weiß nicht, ich schwätze immer vom Neuen, ich weiß nicht, ob es nicht schon veraltet ist mittlerweile. Für mich ist neu, dass man dann mit dem Pfeil, der sich so ein bisschen hebt und senkt, quasi festlegt, wie und wo man nachspielt. Ist eigentlich ganz cool, ist nämlich ganz so zufällig, hat man das Gefühl, aber ich weiß halt nicht, wie es im Zweispieler ist. Was? Das war ganz eindeutig abseits. Ja, war abseits, okay. Hey, die drücke da. Die wrestlen. Was geht denn da jetzt vor sich? Meine Damen, meine Und wie lange machst du das jetzt noch, frage ich mich? Und vor allem, wie viel? Fußballfeld.
Der Gelbe, wie viel Dings braucht denn der da? Da geht ja voll der Balken unter runter. Das hat er zwar schon lange geschafft, aber bei der Schiel hat er es natürlich nicht gemerkt. Und alle Pfeife will zurück wieder in der Kreis kommen. Zeit läuft ruhig weiter. Die andere gucke natürlich fleißig zu, die Menge pfeift. Der Lewandowski ist komplett erschöpft. Die Kaviere, was hier vor sich jetzt geht, macht er mal was. Na, also, beide scheinen sich geeinigt. Also ich habe gerade immer in die eine Richtung drückt, klar, aber überhaupt mal gucken, wenn was passiert. Die können wieder mit dem Neymar hier über die linke Flanke. Ich muss dazu sagen, ich spiele normalerweise ganz, ganz selten gegen den Computer, weil. Und durch diesen Pass und Schuss war jetzt nicht so viel Gefahr. Weil ich FIFA eigentlich als so Spiel sehe, wo ich halt an der Playstation und an dem Computer sei, an der Playstation dann in der Regel, eben mit jemandem spiele, den ich kenne. Der kann natürlich seine Geschwindigkeit. Das ist quasi als Gemeinschaft. Oder als, ja, Dings da sehe. Ich spiele auch an der Playstation allgemein keine Singleplayer-Spiele, sondern nur Spiele, die man zu mehrere spielt. Zum Beispiel Tekken, wo man dann richtig aggressiv wird. Nee, also nicht nur eins, zum Beispiel Rennspiele oder sowas. Eben dann mit jemandem. Also irgendwann kann doch mal was neu gehen, oder? Oh nee, das ist erst mal neues gegangen, bevor er neu gegangen ist. Mensch, also voller Hoffnung. Nach Tekken ist übrigens FIFA das Spiel, das am aggressivsten macht, zumindest mich. Wenn die Leute nicht das machen, was man will. Also gerade jetzt nicht anhand vom Beispiel hier im Spiel, sondern einfach so allgemein. Nur besser werden, wenn die Zuschauer, die wollen ja natürlich auch mal was sehr von ihren Spielern hier, von ihren Vorbildern. So. Das ist dann ja hier nicht YouTube. Schauen wir mal. Ja egal, noch nö. Dass wir da irgendwie die Oberhand ein bisschen palten können. Qualität. Und vielleicht mal eine Dornei Bolze. Sowas gibt es beim Fußball manchmal. Okay, der gelbe Mann hatte Ball. Der gelb trikorisierte Mann hatte gelbe Ball. Nein, oder so ähnlich. Und jetzt die Kamera Flanke. Und Rot hat eigentlich Platz zum Laufen, aber der hebt den Schulter. Hebt mir doch nicht an der Schulter fest, Kamerad. Polonese Starterwelle. Blöd, und Ecke rausgeholt. Ich kann zwar nichts mit. Ach, und er hat unten zur Wechselempfehlung. Es ein Eckball gibt. Jemand, der halt besonders müd ist, wird da immer angezeigt. Das ist auch ganz praktisch. Oh, und die da habe ich mich ein bisschen vergrätscht. Und jetzt kommt ein gefährlicher Angriff. Und bei diesem Schuss bestand auch nicht so viel. Was haben wir jetzt? Rodriguez gegen Müller. So, nee, das lassen wir mal noch. Die Maria kommt. Nee, andersrum, die Maria geht und der Lukas. Ich kenne Rodriguez nicht. Gibt's wieder. Ich weiß nicht, wer das heißt. So. Und Rot passt sich da dabei. Aber ich muss das sagen, ich bin kein Fußball-Fan oder Kenner oder sowas. Also eigentlich von keinem Verein. Ich freue mich natürlich, wenn der VfB halbwegs was zustande kriegt, weil einfach. Da bin ich ja überrascht. David Alaba heißt der David? Ich weiß nicht, auf jeden Fall heißt er. Ich halte hier in der Nähe. Da. Steht ja, man dann da schon ein bisschen so zu, aber ich bin jetzt kein Fan. Ich war noch nie im Stadion tatsächlich. Und guck auf Fußball ganz selten. Boah, das war ja knapp. Ich spiele lieber selber Fußball, auch wenn ich voll schlecht bin. Es macht aber Spaß. Also einfach so ein bisschen in der Freizeit zum Kicken, irgendwo draußen oder drin oder hin und her. Das schon, aber nicht aktiv im Verein oder sowas. Nein, nicht sonderlich gut. Schade, wenn man das so sieht. Einfach nur zum Spaß. Und genauso ist es auch hier. Ich spiele zwar auch ab und zu gern FIFA, aber das bedeutet nicht, dass ich mich da jetzt voll neifuchse und die ganze Leute und ihre Daten und ihre Zahlen und alles kenne, sondern einfach macht halt Spaß. Ne? Oh, das ist eine Chance. Er hat noch ein bisschen Puste und er schießt. Jawohl! Da habe ich doch noch ein entscheidendes Tor am Schluss geschossen. Ja gut, wer weiß, ob nicht gleich der Rückschlag kommt. Und wir können ja wieder tauschen. Der Müller gegen den Rodriguez. Ich hätte aber ehrlich gesagt gerne den anderen Typi tauschen, vorne den Lewandowski. Der ist zwar sehr gut mit 91, aber sehr müde, weil er vorhin da so rumkämpfen müssen hat. Und deshalb spielt jetzt mal der. Und jetzt können wir auch ein bisschen hier ausgeglichener spielen. Taktisch. So. Nein! Oh, so ein Dusel. Aber safe. Der Torwart hat es natürlich gesehen, dass der Ball niemals ins Tor gehen wird. Deshalb hat er sich auch nicht weiter angestrengt. Komm, Rodriguez, renn. Das ist Manuel oder Neuer, Müller. Du bist noch ganz frisch. Du musst doch noch rennen kennen. So, ein Auge hat er. So, und da ist Spiel aus. War das Spiel? So gut ist das okay. Sicher. Da haben wir gewonnen. War jetzt nicht so spektakulär. Ich habe das Fisch wahrscheinlich zusammengeschnitten. Von daher ist es eh nicht so. Auffällig. Oh, dem seine Haare hängen gerade durch sein anderes T-Shirt durchguckt. Okay. Und damit. Da haben wir noch mal so ein bisschen Wiederholung und wir können jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, ob es im vorigen Spiel schon so war, wir können jetzt hier die Dinger direkt
anwählen. Also wenn man jetzt nochmal das Tor sehen will, klickt man da drauf. Und dann sieht man das nochmal. Zack. Und dann kann man jetzt leider nicht auf Direktspiel wiederholen, muss wieder ins Menü zurück, aber ist ja für uns jetzt gerade okay. Zack, da sind wir nochmal mit den ganzen Texten vom Anfang. Neue Gameplay, Futures, bla bla. Neue im FIFA Ultimate Team. Und The Journey natürlich mit dem Hunter. Kann man beim Gronkh gucken. Macht Spaß zu zum Gucken. Ja, ach, da sieht man ja auch die ganze Mannschaft, die es gibt. Okay, das war einfach mal eine Runde. So spielt der Fisch da FIFA. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zu zum Gucken. Macht's gut. Und bis zum nächsten Video, das höchstwahrscheinlich nicht FIFA sein wird.